So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4, The Lost and Damned. Wir waren hier gerade stehen geblieben bei der Polizeistation und wollen ein paar Politiker oder was auch immer befreien. Und der ist tot. So, und jetzt müssen wir uns hier erstmal durchkämpfen. Scheiße. So, wir müssen uns da. Scheiße. Tot. Töten. Okay. Gehen wir auf die andere Seite. Okay. Gut, verlassen wir die Deckung. Über. Komm schon. Sorry, guys. So. Laufen und holen. Nicht nachladen. So. Fucking take it. Deckung, ja. Ja. Ja, das war Headshot. Los geht's. Gleich mal hier rein. Rein? Ja. Okay. Ich glaube, das war in jedem von jedem GTA 4 Teil das Gruseligste, was ich je gesehen habe. In GTA 4 auf jeden Fall. So, und jetzt dürfen wir Bus fahren und der Polizei kommen mit 3 Sternen. Das wird witzig. Und das auch noch mit diesen Politikern an der Haken. Aber eins hat der Bus gut. Was Gutes. Er rammt alles weg. Yo, die sind auch dabei. Und es leckt. Okay. Los, boom. Ach was. Durch. Einfach durch. Als ob die uns aufhalten könnten mit so einem Bus. Oh nein, das war. Okay. Man hat das Schlüssel. Man hat den Schlüssel und das Schloss gehört. Ah, und da vorne kommt so ein Jeep. Na gut. Die feuern uns an. Die feuern uns an und da kommt schon wieder einer. Ach komm, die hören ja nicht auf, die Bullen. Eigentlich kann es mir auch egal sein, ich kann sie auch abschießen. Obwohl, jetzt ist es auch egal. Los. Mein Gott, wir haben wieder alle hinter uns. Ja, ja. Jetzt reg dich nicht auf, Alter. Ich werde schon aufpassen, dass ihr nicht wieder eingebuchtet werdet, wenn ich hier nicht gegenfahre überall. Schnee. Ahaha. Stau. Ja, die sind wirklich stecken geblieben. Sehr gut. So, und jetzt weiter. Ich muss das ausnutzen. Oh mein Gott. Fahr. Oh Mann. Der Bus ist so scheiße. So, Motorhaube weg. Sehr schön. Ja, Alter, ich mache ja schon. Ja, mein Gott, ich sag's auch.
ja. Los. Mann. Shit! Get us out of here! Was glaubst du, versuche ich gerade, Alter? Aber ich sehe die Grenze immer noch nicht. Oh Mann. Das kann dauern. Und die quatschen uns zu, die Leute da. Ah je. Da ist noch ein Bullenwagen. Aber der ist unbesetzt. Schnell. Okay, ab über die Brücke. Das war ja nichts. Gut, direkt über die Brücke. Wohl oder übel. Und los, direkt. Bam! Schnauze halten, Polizist. Okay. Na, schieß vielleicht. Ah. Oh je. So kriege ich doch keinen. Ja, erwischt. Einfach Leiter fahren. Faster, faster. We need to lose him. Oh Mann, ich bin draußen, wow. Jetzt muss ich mich nur noch versuchen, nicht mehr erwischen zu lassen. Und? Geschafft. Gut, geschafft. Okay, wohin geht's? Okay, das werde ich cutten. Bis gleich. Und wir sind da. Thank you, sir. My fellow prisoners and I are most grateful. We've got a boat to catch. Oh Mann, dieser kranke Bastard. Oh, I do like to be beside the sea. Oh, I do like to walk along the brum 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 where the brass band plays fiddly bum 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 bum. Oh Mann, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Krankes Schwein. Yeah. Ups. Oh, was ist jetzt? Ist deswegen das Telefongespräch abgebrochen? Stubbs. Ah, Johnny Boy. How's it going out there? More shitstorm than steam room, Congressman. We weren't all born into money. No, some of us married into it. Ha, ha, ha. And some people kill for it. Got any work for me, man? Huh? Well, now that you mention it, there might be a few things that need to be handled discreetly. Call me if you feel up to it, sport. Bye now. Okay, das tut mir leid. Das Telefongespräch ist anscheinend durch das Runterhüpfen abgebrochen worden. Naja. Okay, und jetzt will ich mal schauen, wie ich hier wieder wegkomme ohne Bike. Irgendwie kein... Ah, jetzt muss ich mit Auto fahren. Ist das langweilig. Gut. Von Billy eine Nachricht. Von dem haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Okay, Meinung. Gut, da bin ich eh gerade in der Nähe. Dann machen wir das. Ab zu Billy. Die Fahrt cutte ich wie immer. Bis gleich. Ein Anruf. Hello there, James. How you doing? Getting through it, brother. Just about.
Listen, that guy we stole those Angels of Death bikes for, he's got a whole shopping list of bikes he wants. You interested in procuring them for him? As long as it ain't gonna get us in the shit with any more dirty cops. Them cops ain't around no more. Get Angus on the wire when you're ready to roll. Aha. He's got the details. Noch mehr Jobs. Gut, bis gleich. Gut, hier sind wir schon. Let's Fats. This shit's cursed. Billy, I just don't see how we have a choice, man. I have a choice. I'm free. I'm not a slave. I have a choice. Jim, I love you, man, but since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. Your fucking mind. Easy, Jim. Who the fuck you speaking to, huh? Hey, what's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is 9/10 of the law. We should make the Slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. I think a guy like you should be pleased. Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole. It belonged to the Chinese. The deadbeats told them we got it and they want it back. So, fuck them. Finally! Billy, yeah. Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? And tell Chad I'm sober as can be over here! That's what I told him. Look, I just think that given this war we're back into with the Angels of Death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, all right? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves. Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, sing kumbaya. Kumbaya. Yeah, whatever. This ain't no Brian. Joke about it, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. Yo, yo. I'd rather be dead. Well, you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Na, was sagt Brian dazu? Okay. Boah. Billy ist vernünftig. Gut, und das war's für jetzt. Die Mission machen wir in der nächsten Folge. Bis dann!